Ein Hotel in der Nähe von San Francisco. Unser Reporter Torben nimmt an einem zweitägigen Urban Survival Kurs teil. Was auf die Teilnehmer jetzt gleich zukommt, erklärt Kursleiter Kevin. Wir werden euch heute verletzen, fesseln und wir werden euch befragen. Alles klar. Es geht raus auf den Hotelparkplatz. Die Kursteilnehmer sollen sich ausmalen, dass sie sich ab sofort in einem feindlichen Land befinden. Ein Teilnehmer nach dem anderen wird abgeführt. Nach 15 Minuten ist auch Reporter Torben dran. Was ihn wohl jetzt gleich hinter dieser Wand erwartet? Noch ist er ziemlich gelassen und lässt sich sogar freiwillig Handschellen anlegen. Doch plötzlich Attacke von hinten. Die Simulation hat begonnen. Eine Entführung durch Terroristen. Was willst du hier? Nichts, ich bin nur ein Tourist. Was willst du hier? Ich bin nur ein Tourist. Ich weiß, erschreckende Bilder, aber keine Sorge, das, was Sie gerade gesehen haben, ist wirklich eine Simulation. Diese Szenen hinter mir sind nur wenige Minuten danach entstanden. Sie sehen, Torben geht es gut und er ist unverletzt. Urban Survival nennt sich das Training in den USA. Warum das Menschen durchmachen und ob man dabei wirklich etwas lernt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Vermummung, Anschreien, Stromschläge. Das Urban Survival soll so echt wie möglich sein. Unser Reporter Torben ist seinen Entführern ausgeliefert. Ich meine das ganz ernst. Wir halten nicht zurück. Der Kursleiter und seine Gehilfen terrorisieren die Gefangenen minutenlang. Wie soll man sich in so einer Extremsituation am besten verhalten? Atmen. Der Ratschlag ist ernst gemeint. Torben soll sich trotz der ständigen Attacken nur auf seine Atmung konzentrieren und nicht auf das, was wirklich mit ihm passiert. So gerät man auch in solchen schlimmen Situationen nicht sofort in Panik. Nach 10 Minuten ist die härteste Phase überstanden. Plötzlich lassen die Kidnapper ihre Gefangenen allein. Das ist die Chance. Torben hat einen versteckten Haarclip dabei. Damit will er sich aus seinen Handschellen befreien. Und es klappt. Doch wieso kann unser Reporter das? Wie weiß er, was zu tun ist? 24 Stunden zuvor, vor dem Praxistraining, steht beim Urban Survival die Theorie an. Und zwar im Klassenzimmer. Hier erklärt Überlebensexperte und Militärberater Kevin Reeve, wie man sich in gesetzlosen Situationen verhalten soll. Kidnapping ist weltweit zu einem riesigen Problem geworden. In diesem Kurs lernt ihr, wie man sich in so einer Situation verhält. Noch ist alles harmlos. Doch in 24 Stunden werden die Kursteilnehmer alle an der brutalen Übung teilnehmen. Bis dahin müssen sie verinnerlicht haben, was Kevin ihnen jetzt beibringen wird. Doch wer ist hier überhaupt dabei? Wer macht mit bei so einem Survival-Kurs? Die meisten Teilnehmer wollen nicht interviewt werden. Es sind Mitarbeiter einer nichtstaatlichen Organisation, die in Krisengebieten arbeiten. Aber wir treffen auch ein kalifornisches Pärchen, das hier ganz freiwillig mitmacht. Tony und Maria. Die Welt wird immer gefährlicher. Wissen, wie man sich im Ernstfall wehren kann, das ist auch für Zivilisten immer wichtiger. Nicht nur für Polizei oder Militär. Ich bin Zahnarztassistentin. Mein Leben ist nicht gerade sehr gefährlich. Aber trotzdem bin ich paranoid. Was mein Mann mir so alles erzählt, macht mir schon Angst. Rund $800 kostet der dreitägige Anti-Kidnapping-Kurs mit Kevin. Seit 12 Jahren gibt der ehemalige Elite-Soldat das Survival-Seminar. Er hat im Laufe der Zeit hunderte Polizisten, Geheimagenten und Navy SEALs ausgebildet. Seit neuestem bietet er das Training auch für Zivilisten an. Es gibt Gefahren in der Welt, gegen die man als Normalbürger einfach nicht gewappnet ist. Deshalb mache ich dieses Training, um Leuten beizubringen, wie sie sich am besten gegen bedrohliche Menschen zur Wehr setzen.
Schon bald wird es praxisnah. Wie befreit man sich, wenn man gekidnappt wird? Wenn die Hände mit einem Tape gefesselt werden, sollte man seine Arme möglichst eng zusammenhalten. So kann man sich später einfacher befreien. Arme hoch und runter schlagen, um das Klebeband mit roher Gewalt durchzureißen. Und was ist mit Handschellen? Wie lassen die sich im Ernstfall mit einer einfachen Haarspange wieder öffnen? Eine Haarspange, die man übrigens für den Ernstfall immer in der Hosentasche mit dabei haben sollte. Wenn ihr die Spange ins Schloss drückt, solltet ihr einen Widerhaken spüren. Den müsst ihr versuchen hochzuheben. Dann geht der ganze Mechanismus auf. Geht das wirklich so einfach? Unser Reporter hat bereits den ganzen Tag mitgelernt. Nach mehreren Trockenübungen am Schreibtisch versucht Torben es jetzt richtig. Handschellen an. Haarspange in der Hand. Und nach ein paar Versuchen klappt es tatsächlich. Wow, look at that. Schau dir das an, wie Houdini. Der Theorietag ist vorbei. Morgen steht der Ernstfall an, das praktische Training. Doch wer hätte gedacht, dass es wirklich so ernst werden wird? Torben hat sich inzwischen befreit. Und jetzt? Braucht jemand Hilfe? Alles okay bei euch? Warte ich jetzt auf die oder hau ich ab? Gute Frage, denn die Terroristen können jederzeit zurückkommen. Wie verhält man sich in so einer Situation? Wir können wiederkommen. Komm. Torben lässt die anderen zurück. Sieht nicht gut aus, doch genau das hat er im Seminar gelernt. Erst sich selbst retten, später Hilfe holen. Jetzt kurz verschnaufen und erst mal verarbeiten, was gerade passiert ist. Oh Mann, wir haben richtig durchgezogen, mir tut alles weh. Ich habe, glaube ich, überall Brandblasen am Körper. Doch es bleibt keine Zeit, Wunden zu lecken. Die Jagd beginnt. Erst mal hier das loswerden, glaube ich. Torben ist ab jetzt auf der Flucht. Sein Ziel? Zu einem Safehouse gelangen, dessen genaue Lage er noch nicht kennt. Soll ich jetzt rennen? Jede Straßenüberquerung. Ab sofort ein Risiko. Kevin hat ein Dutzend sogenannte Jäger angeheuert. Die verfolgen die Geflohenen durch die ganze Stadt. Wenn sie unseren Reporter fangen, ist die Simulation vorbei. Doch Torben hat zumindest einen Trumpf im Ärmel. Und zwar hinten im Gebüsch. Jetzt erwischt mich hier keiner mehr. Zweiter Profi-Tipp. Ein Notfallpaket verstecken. Mit Wechselkleidung, Wasser und Dietrichen. Laut Kevin soll jeder Mensch mehrere solcher Verstecke in seiner Nachbarschaft haben. Der erste Hinweis auf das Safehouse kommt per SMS. Unser Reporter soll in der Innenstadt eine Telefonzelle finden. Auf dem Weg dahin muss Torben sich jetzt unauffällig bewegen. Auf der Flucht ganz ruhig bleiben, sich nur nichts anmerken lassen. Auf die Verkleidung vertrauen. Doch je näher er der Stadt kommt, desto nervöser wird unser Reporter. Okay. Da haben wir Spring Street und da unten müssen wir irgendwo hin. Aber da sitzt ein Typ im Auto, da hinten sind Autos. Überall könnten sie jetzt sein. Fuck. Hier werde ich gepackt, hier kriegen die mich. Kein Wunder, dass unser Reporter langsam paranoid wird. Seine Verfolger sind ihm auf der Spur. Doch das ist gar nicht schlecht in einer Fluchtsituation. Wenn das Adrenalin steigt, tut das auch die Aufmerksamkeit. Torben und sein Kameramann retten sich in einen Park. Kurz darauf sind sie in der Innenstadt. Hier soll unser Reporter ein öffentliches Telefon finden, über das er die genaue Lage des Safehouses erfahren wird. Nur, wo gibt es heutzutage noch Telefonzellen? Die Verfolger rücken immer näher. Wie kann sich unser Reporter jetzt noch aus dem Staub machen? Der beste Profitrick?
im Schaufenster in der Spiegelung nach den Verfolgern Ausschau halten. Im Notfall rein in einen Laden und durch den Hintereingang wieder raus. Wirklich wie im Kino. Nur, es gibt ein Problem. Die ganzen Restaurants haben alle zu. Alles zu. Der Blick sagt alles. Das war's. Unser Reporter ist geschnappt. Von Kevin höchstpersönlich. Du hast mich ganz schön rumgeschickt. Ich habe dich oft gesehen, aber dann warst du immer wieder weg. Gut gemacht. Ein nettes Lob, aber im Ernstfall bringt das Fast-Entkommen natürlich nichts. Ich meine, wenn er schon sagt, wir haben einen guten Job gemacht, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Zeichen, gutes Zeichen, aber 10 Minuten! Und die Mitstreiter? Die haben es ins Safe House geschafft. Ein mexikanisches Restaurant. Auch Tony und Maria. Es war super. Wir sind durch die halbe Stadt gelaufen auf der Flucht. Dank des Trainings passt man wirklich überall auf. Guckt immer über die Schulter. Wir haben auf jeden Fall das angewandt, was wir in dem Kurs gelernt haben. Gute Arbeit. Urban Survival. Dabei lernt man eine Menge Tricks zum Überleben. Auch wenn alle hoffen, dass sie die nie brauchen.